Alle, nur am Quietschen die Scheiße hier. Leute, was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir, eurem Relaxes, und herzlich willkommen zu diesem neuen Pokémon Trading Card Opening, beziehungsweise Unboxing, wie ich es ja immer sage, ne? Denn wir haben ja immer noch zwei Sachen zur Auswahl, die wir auspacken können. Und zwar zum einen, mittlerweile wurden aus 10 11 Booster, die hier, ne? Die würde ich tatsächlich am Stück auspacken, oder ich habe es mir hier vorne hingelegt, dass diese Spezialkollektion Team, was war's nochmal, Team Weisheit, genau das Blaue, das packen wir am Schluss aus, Leute. Das ist nämlich eine der neueren Generationen von Karten, deswegen machen wir das auch am Schluss. Und deswegen würde ich heute übergehen zu den 11 mittlerweile, 11 Boostern Packs von Silberne Sturmwinde. Und ich würde gar keine Zeit verlieren, Leute. Ich würde direkt das Ganze, den ganzen Knallradatsch mal auspacken, ne? Deswegen, let's go. So, also hier haben wir die 11 Booster Packs, die ich jetzt mittlerweile habe. Es waren ja mal 10. Und ja, was haben wir hier eigentlich für Pokémon drauf? Hier vorne haben wir Lugia. Dann haben wir, ich glaube, es ist Vulpix. Es könnte ein weißes Vulpix, eventuell Shiny Vulpix sein. Lurf, falls du das hier sehen solltest und darauf reactest, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber es sieht mir sehr stark nach Vulpix aus. Und ab hier weiß ich nicht mehr genau, was es ist, weil jetzt kommen nur noch zwei Pokémon und wenn ich ganz ehrlich bin, das hier sieht mir ehrlich gesagt ein bisschen aus wie so eine Rose, aber Roselia ist das nämlich gar nicht. Das war zuerst meine Vermutung, weil das Ding aussieht wie so eine feurige Blitzrose, ist es aber nicht. Und dann habe ich noch dieses Pokémon hier. Ich dachte erst, es ist Darkrai gewesen, aber das ist nicht Darkrai. Zumindest nicht, dass ich wüsste, dass Darkrai so aussieht. Ich habe keine Ahnung. Leute, falls ihr das wisst, was das hier für ein Pokémon ist, das kommt nämlich jetzt nur noch dann hier, ne, überall. Ich weiß nicht, was das ist. Und wir fangen an, nicht mit Lugia, auch nicht mit dem Vulpix, sondern wir machen jetzt erstmal diesen Darkrai-Fake, würde ich sagen, machen wir als erstes auf, weil davon habe ich die meisten. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten hier. Na, direkt mal aufgemacht den Hobel. Hier wird das ganze Ding mal geöffnet auf dem Freien hier. So. Nein, das. Zum Glück kann ich das jetzt alles nicht sehen, weil die Kamera mit dem Stativ da vorne dran ist. Hier, der Code brauche ich nicht. So, und dann, wie war das nochmal? 1, 2, 3, 4. Da müsste jetzt hier oben nämlich die Energiekarte sein. So sieht es auch aus. Wieder dieses Unlichtschattengedöns. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir eine Trainerkarte, die mit der Mitarbeiterin, genau, die Arbeiterin. Dann haben wir ein Sonflora. Dann haben wir eine Trainerkarte, blättriger Tarnponcho. Auch nicht schlecht, Tarnponcho sieht cool aus. Dann haben wir ein ein Flauschling. Flauschling, ich wollte Flausching sagen. Dann haben wir ein Rotom, das kenne ich tatsächlich noch. Dann haben wir ein Groldra. Goldra, okay. Ich habe keinen Plan, was das für ein Pokémon ist, ne? Keine Ahnung nur. Dann haben wir ein Vulpix, wie gesagt, ne? Vulpix. Moment, das können wir jetzt sogar mal ganz kurz mit dieser, mit diesem. Ach, nee, Quatsch. Wo ist denn jetzt das Vulpix? Hier ist das Vulpix. Ist das Vulpix, ja oder nein? Das hier. Das sieht doch aus wie Vulpix. Ich lege mich jetzt einfach mal. Ich sage, das ist Vulpix. Das ist Vulpix. Hundertprozentig ist das Vulpix, Leute. Dann haben wir, wie gesagt, das Vulpix hier. Dann haben wir noch ein Ponyta. Oh, sehr schönes Artwork, wie ich finde. Muss ich echt sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir ein Barschwa. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir ein Waschak. Ein Waschakwil. Hisui Waschakwil. Habe ich noch nie davon gehört von diesem Pokémon, aber es sieht sehr cool aus. Und das muss ich einmal ganz kurz hier vorne dran halten an die Cam. Gefällt mir sehr gut, Leute. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr cool aus. Sehr, sehr gut. Hisui Waschakwil. Ich wollte sagen, Hisui Waschakwili. Also weiter geht's mit dem zweiten Fake Darkrai, sag ich mal. Ich habe keinen Plan, wie dieses Pokémon heißt, was das für ein Pokémon ist. Kein Plan von dem Pokémon mehr. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung mehr von all dem ganzen Zeug da. Deswegen die Codekarte, falls ihr den Code braucht, bitteschön, habt dann. So, 1, 2, 3, 4. Dann ist wieder oben die Energiekarte. Diesmal habe ich nichts gesehen. Eine Blitzenergiekarte. Sehr cool. Frieda, eine Trainerkarte. Dann haben wir einen Rockaimann.
Auch nicht schlecht. Die Entwicklung aus Gunnoville entwickelt sich aus Gunnoville? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich habe keinen Plan. Dann haben wir ein Megalon. Entwickelt sich aus Pygraulon. Ach du Scheiße, sind das Namen, ey, wirklich, ey. Dann haben wir ein Togedemaru. Habe ich auch noch nie von diesem Pokémon gehört. Ein Psiao. Cooles Artwork. Also das ist ein sehr starkes Artwork, muss ich sagen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, dieses Artwork. Psiung! Dann haben wir ein Farbeagle. Ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht. Null. Dann haben wir ein Flamiau. Und ich weiß ganz genau, was die letzte Entwicklung von diesem Pokémon ist. Nämlich unser Altbekannter. Ich habe den Namen schon vergessen, Alter. Bin ich ein Trottel. Ach, wie hieß der nochmal? Fuego. Genau, Fuego. Dann haben wir ein Lampi. Ach, wie süß. Ein Lampi. Dann haben wir ein Rutena. Auch nicht schlecht. Entwickelt sich aus Flinks. Flinks, heißt das Flinks? Sehr coole Karte, aber ja, doch so ein bisschen schimmern tut die Karte. Sehr cool. Und dann haben wir ein Zeraora. Auch nicht schlecht, Leute. Das hätte ich mir damals in Pokémon Schwert hätte ich mir das sogar abgreifen können. Die Shiny-Variante davon. Ich Trottel war leider zu spät dran gewesen an dem Ganzen. Übel viel Müll, ey, da drüben. Nächste Karte. Nächste Karte sag ich schon. Nächstes, sag mal schnell. Nächstes Booster. Ich muss erstmal aufbekommen, ey. Ich möchte das gerne aufbekommen hier, Mensch. Menschenskinder. Ja. Müll. Codekarte. Bitteschön. Und dann wieder 1, 2, 3, 4. Zack. Ein Giratina, Darkrai, Palkia oder Dialga wäre immer noch so ein. Oder Garados. Garados wäre auch nicht schlecht, weil wir haben ja jetzt mittlerweile Karpador. Ne, beim letzten Mal hier. Bei dem Hisui Admiral V-Deck war ja ein Karpador dabei gewesen. Und das wäre nicht schlecht, wenn ich das wiederbekommen würde. So, die Energiekarte. Ich habe keine. Was ist das? Hypno? Ich habe keinen Plan. Steht das irgendwo dabei? Nein? Okay, schade. Steht leider nicht dabei. Halt mit hier hin. Hier hin, bitte. So, dann haben wir die Trainerin Kimono-Trägerin. Okay, dann haben wir Schlappohr. Schlappohr. Entwickelt sich aus Haspirohr. Haspirohr kenne ich tatsächlich. Ja, süßes Pokémon, cooles Pokémon. Dann haben wir eine Trainerkarte. Quartettstein. Boah, auch nicht schlecht. Es sieht richtig stark aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir ein Tarnpignon, noch nie von diesem Pokémon gehört. Dann haben wir ein Sankabu, auch noch nie von diesem Pokémon gehört, leider. Dann haben wir ein Relikant, sieht aber cool aus, kenne ich leider auch nicht. Ne? Dann haben wir ein Resladero, auch noch nie von diesem Pokémon, leider noch nie gehört, aber sieht auch sehr cool aus, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir nochmal einen Togedemaru. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Dann haben wir einen Emolga als, wie heißt das nochmal, als Reverse. Und dann haben wir einen Milotic, entwickelt sich aus Barschwa. Und die Karte haben wir vorhin sogar gezogen. Minotic, sehr coole Karte. Sehr, sehr cool. Fällt mir aber auch diese hier. Emolga. Rein in die Emolga. Let's go. Sehr coole Karte. Also dieses Deck hat mir jetzt schon, doch schon gut zugesagt, muss ich sagen. Nächste bitte. Next, please. Einmal aufgemacht. Scheiße, ich habe schon Dratini gesehen. Dratini, Mann, Mann, Mann. Will ich nicht wissen. Hier, Code, einmal für euch, falls ihr den haben wollt. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht verzählt. Nein, zum Glück nicht. Dann haben wir die Lebensenergiekarte. Sehr gut. Dann haben wir noch eine Energiekarte, die V-Schutzenergie. Sehr gut. Dragonier entwickelt sich aus Dratini. Dratini ist auch mit am Start. Sehr, sehr gut. Dann haben wir ein Donphan, entwickelt sich aus Fa. 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 Blö. Moment, ich muss mal. Aus Funpi. Kenne ich aber tatsächlich beide. Dann haben wir das angesprochene Dratini. Sehr, sehr cool. Entweder war es
Dragonier oder Dratini? In Super Mario Maker 2 habe ich das doch mal in Pixeln nachgebaut. Auch sehr coole Level, muss ich sagen. Muss ich auch mal wieder spielen, das Spiel. Dratini am Start. Da haben wir noch ein Barschwar, ich glaube das gleiche nochmal. Ein Funpi, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir beide Entwicklungen davon, sehr stark. Dann haben wir nochmal Flamiau. Leider doppelt jetzt. Dann haben wir ein Geronimatz. Habe ich noch nie von diesem Pokémon gehört. Dann haben wir als Reverse-Karte ein Flinks. Sieht sehr cool aus. Die untere Karte habe ich noch nicht gesehen. Ein Ursaluna. Auch nicht schlecht. Richtig coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Cooles Artwork, coole Karte. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut, ne? Richtig, richtig gut. Ursaluna. Hoppala, da dreht sich die Karte, da macht sie. Hoppala, da rutscht mir die Karte weg. Erst macht sie Breakdance, dann rutscht sie weg. Let's go. Auf dies, aber die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Karte. Next, please. So, einmal aufgemacht. So, diesmal habe ich nicht gesehen, was drin war. Perfekt. Hier wieder der Code für euch. Let's go. 1, 2, 3. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Was ist das? Fausta? Ne, halt, Moment. Fausta? Was ist Fausta? Weiß das jemand von euch? Fausta? Das ist eine sehr spezielle Karte. Die lege ich mal hier auf die Seite. Aber dann müsste das hier. Ah, jetzt habe ich gesehen, was da. Dann war das wahrscheinlich die Energiekarte. So, okay, dann haben wir Psiaugon. Entwickelt sich aus Psiaugon. Perfekt. Haben wir jetzt auch. Dann haben wir ein Kirlia. Entwickelt sich aus Zala? Trassler. Trassler, nicht Zala. Trassler. Kenne ich tatsächlich auch das Pokémon. Dann haben wir die Trainerkarte Arena Trainer. Sehr cool, sogar zwei diesmal drauf. Sehr gut. Dann haben wir ein Araquah. Kenne ich nicht. Dann haben wir ein Pandir. Das sieht aus wie ein Pikachu auf Droge. Beziehungsweise ein besoffenes Pikachu. Kenne ich auch nicht. Schon wieder ein Barschwar. Schon das dritte jetzt. Dann haben wir ein FM. EFEM. FM. Heißt das FM? Kenne ich aber auch nicht. Dann haben wir ein Schnepke. Schnepke, das kenne ich natürlich. Schnepke, sehr cool. Dann haben wir ein Rosana als Reverse-Karte. Sehr cool. Rosana kenne ich auch. Und ein Arktos. Leute, ein Arktos geht definitiv fit. Ja? Arktos, Moment, einmal nah ran. Ich hoffe, das hat jetzt scharf gestellt hier. Ein Arktos geht definitiv fit als Karte. Das sieht sehr cool aus. Das gefällt mir richtig, das Arktos. Farblich gefällt mir die Karte sowieso. Ich würde sagen, das geht definitiv fit. So, nächste, bitte. Und dann haben wir schon fast, jetzt haben wir schon fast die Hälfte oder über die Hälfte schon hinter uns. Krass, wie das schon wieder vorbeiging, die Zeit. Ah, fuck, jetzt habe ich mich einmal selber wehgetan, wehgetut, einmal selber wehgetut. Ah, das hat richtig gezwickt. Mit meinem eigenen Fingernagel, du. Nein, 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 ich will nicht sehen, was da drin ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, was drin ist. So, dann haben wir hier wieder die Code-Karte. Eins, zwei, drei, vier. Und falls das jetzt nicht richtig scharf gestellt hat, Leute, das liegt nicht daran, dass ich das nicht scharf stellen kann oder so, ne? Das liegt einfach daran, weil ich mit der DJI Osmo Pocket, das ist ein so kleiner Bildschirm und da kann ich nicht richtig sehen, ob das jetzt scharf gestellt hat oder nicht, aber ich denke schon. Wenn nicht, dann mache ich das jetzt nochmal nachträglich. So, müsste jetzt aber scharf gestellt sein. Dann haben wir eine Feuerenergiekarte. Dann haben wir die Trainerkarte Brian. Dann haben wir ein Altaria, entwickelt sich aus Wablu. Noch nie von diesem Pokémon gehört, sieht aber sehr cool aus, sehr elegant. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir eine Trainerkarte Siegfried. Siegfried. Auch nicht schlecht, coole Karte. Dann haben wir einen Sonnkern. Coole Karte. Süßes Pokémon. Gefällt mir. Nochmal ein Funfi. Funpi. Funpi? Funfi? Funpi? Funpi? Heißt das Funpi? Ich glaube, das ist Funpi. Leider wieder doppelt. Ein Servol. Auch nicht schlecht. Ein Garstella. Alter, ich habe Besuch hier. Fliege, fliege, geh weg. Tschüss. Garstella. Ja, das sieht garstig aus, das Garstella. Dann haben wir ein Traunfugil. Traunfugil? Noch nie von diesem Pokémon gehört. Dann haben wir ein Synvolara als Reverse. Und ein Gardevoir. Ich kenne das Pokémon, ich habe es auch schon gesehen und alles. Entwickelt sich aus. Wie hieß das Ding nochmal? Kiri. Ki, Kirlia. Kirlia.
Kenne ich auch das Pokémon. Sehr elegantes Pokémon. Weiß gar nicht mehr, ob das so stark ist in der Serie, ob das so gut war. Aber haben wir jetzt auch, glaube ich, alle drei Entwicklungen. Und weiter geht's jetzt mit diesen dreien hier. Mit diesen. Ich habe keinen Plan, was das für ein Pokémon sein soll, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Und weil der Lör hier doch letztes Mal gemeint hat, dass ich die Pokémon eigentlich noch kennen müsste. Du, ich habe wirklich keinen Plan mehr von diesen Pokémon, wie die mit Namen alle heißen. Das ist schon so lange her, wie ich Pokémon das letzte Mal geschaut habe. Ja, deswegen, ich habe da wirklich keinen Plan. Auch die Leute hier, die Pokémon aus der ersten Generation, ich habe null Plan mehr. Ich bin auch froh, dass ich Pikachu, Raichu, Pichu und wie sie alle heißen, Gengar und keine Ahnung, wie die alle hießen damals. Ne? Ich bin froh, dass ich die noch zusammenbekomme. So, die Energiekarte. Dann haben wir wieder ein Brian. Wieder ein Rosana, aber diesmal als normale Karte. Ein Altaria wieder. Ein Weilmer. Sehr cool. Nochmal ein Dratini. Nochmal ein Barschwa. Wieder ein Lilminip. Sehr cool. Ein Lampi. Ein Vasili als Trainerkarte. Und, oha! Ein Regidrago. Dann wissen wir jetzt auch, wie das Pokémon jetzt heißt. Regidrago. Boah, sehr coole Karte. Sehr gut. Gefällt mir. Moment, einmal. Nah ran, einmal scharf gestellt das Ganze hier. Regidrago in V-Star entwickelt sich aus Regidrago V. Regidrago V? Ja, doch, das ist Regidrago V-Star und das entwickelt sich aus Regidrago V. Sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr geile Karte. Okay. Das geht definitiv mit in. Die Favorite-Liste, diese Karte hier, gefällt mir sehr gut. Let's go. So, dann haben wir noch vier Booster nur noch, Leute. Nur noch vier Booster. Ich bin gespannt, was da jetzt noch drin ist. Leider bis jetzt weder ein, sag mal schnell, Glurak, sag ich schon. Glurak wäre aber auch cool. Glurak, Garados, Palkia, Dialga, Giratina, Darkrai. Leider noch nicht dabei, ja. Ich bezweifle mittlerweile auch, dass wir das jetzt noch ziehen könnten, ziehen werden. Was auch immer. Hier wieder Blitzenergie. Ein Donphan wieder. Trainerkarte, ergreifendes Aroma. Alles klar. Wieder ein Schlappohr. Schlappohr. Leider wieder. Flammiau wieder doppelt. Wieder ein Geronimatz. Wieder ein Finks. Fermicooler habe ich noch nicht gezogen heute. Dann haben wir wieder Emolga, Trainerkarte, Arbeiterin als Reverse und ein Meditalis als Holo. Coole Karte. Sieht lustig aus, das Pokémon, muss ich sagen. Das sieht lustig aus. Entwickelt sich aus Mediti. Okay, habe ich noch nie. Mediti sieht irgendwie sehr familiär aus. Und Meditalis sieht auch sehr bekannt aus. Weiter geht's. Wie gesagt, die meisten davon sagen mir, jetzt ist wieder das Pikachu auf Droge. Ja, das besoffene Pikachu. Eins, zwei, drei, vier. Oh, so viel Müll da drüben, ey, weg damit. So. Feuer, Energie. Oh, habe ich da zwei gezogen? Nee. Sabayone entwickelt sich aus Flauschling. Cool, haben wir jetzt auch die zwei Entwicklungen. Dann haben wir ein Flapteri X. Auch nicht schlecht. Entwickelt sich aus unbekanntes Fossil. Unbekanntes Fossil, das haben wir sogar gezogen beim letzten Mal, beim letzten Video. Ein Klicklack. Auch nicht schlecht. Das Pandir. Pikachu! Oh, cooles Artwork, aber das Pikachu, da ist dieses. Ich habe keinen Plan mehr, wie das heißt. Und das hier, das ist nicht Raichu, oder? Ist das Raichu? Nee, das ist nicht Raichu. Darauf bin ich nämlich früher in der Serie mal reingefallen. Das ist nicht Raichu. Ich habe keinen Plan, wie das Pokémon heißt, aber ein sehr, sehr starkes Abo. Drei Pokémon drauf, sehr cool. Dann haben wir FM wieder. Hier, das ist. Ist das Togedemaru? Ja, das ist Togedemaru. Das ist Togedem. Obala. Das ist Togedemaru auf der Karte. Sehr cool. Ein Ganoville. Dann haben wir als Reverse-Card ein Tentatel. Tentatel. Ich habe sehr viel Tentatel. Entwickelt sich aus Kastadur. Nie
von diesem Pokémon gehört. Ich könnte mich in Grund und Boden schämen. Und dann haben wir vorhin angesprochen, Fuego, endlich auch mit am Start. Fuego, auch nicht schlecht. Sehr coole Karte. Da pennt Fuego. Alles klar. Jetzt habe ich die Amiibo. Famiau? Famiau? Hieß die Famiau? Famiau. Und jetzt auch noch Fuego als stinknormale Karte. So, Leute, und damit haben wir nur noch diese beiden hier. Das Vulpix in Weiß und Lugia. Lugia packe ich als letztes aus und wir kommen jetzt zu dem weißen Vulpix. Let's go! Ich bin gespannt, was drin ist, welche Karten wir hier dieses Mal ziehen werden. Und ich frage mich ja wirklich, was es momentan mit dieser V-Star-Karte hier auf sich hat. Ist das irgendwie so eine Art Ausweis oder so? Kann ich damit irgendwie was für billig bekommen? Das wäre cool. Das wäre wirklich cool, wenn ich damit irgendwie billigere Pokémon-Karten abgreifen könnte. Das wäre sehr cool. Da hätte sich Nintendo wirklich noch was eingefallen lassen, beziehungsweise hier das Team, was diese Pokémon-Karten herstellt. So, dann haben wir wieder eine Energiekarte. Die Karte fühlt sich irgendwie anders an. Keine Ahnung. Let's go! Wir haben ein Dartignis. Entwickelt sich aus Datiri. Alter Vater, sind das Namen, ey. Wir haben ein Fandra. Entwickelt sich aus Goldra. Goldra haben wir ja gezogen heute. Die Weiterentwicklung davon auch gezogen. Latourn entwickelt sich aus Lampu. Alles klar. Latourn. Ich gehe mal zu Latourn und kaufe mir hier eine PlayStation 5 bei Latourn. Ein Kastadur. Vorhin die Weiterentwicklung gezogen. Wieder dieses Pikachu. Aber cooles Artwork. Nochmal ein Ponyta. Ein Blutzuck. Mein Blutzuckerspiegel, Blutzuck. Ein Araqua wieder. Wieder Garnovil als Reverse. Und wieder ein Hisui Vashaquil. Leider. Sehr viel doppelt. Sehr, sehr viel. Einiges sogar dreimal. Leute, einiges sogar dreimal am Start. Und das letzte Booster Pack für heute. Und dann kommen wir auch später dann im Verlauf der nächsten Videos dann auch endlich zu der Team Weisheit Edition. Hier wieder der Code. Einmal rüber mit dir. 1, 2, 3, 4. Ich belief leider gar nicht mehr darin, dass ich jetzt noch irgendeins der legendären Pokémon bekomme, das ich ja gerne hätte. Dialga, Palkia, Giratina, Darkrai. Ich glaube nicht mehr dran. Energiekarte. Wieder regenerative Energie. Unbekanntes Fossil. Haben wir jetzt auch doppelt. Mizunder. Jetzt haben wir alle drei Entwicklungen von Fuego. Cool. Sehr stark. Lil Minip. Wieder Pikachu. Leck mich am Arsch, ey. Fukano. Let's go. Die Weiterentwicklung ist ja, glaube ich, dann irgendwann Arcani. Dann haben wir Klick. Und dann haben wir noch Klick-Klack. Die Weiterentwicklung auch nicht schlecht. Weilmer. Ariados. Weiterentwicklung aus Weberak als Reverse. Und ein Keldeo. Ein Keldeo als normale Karte, sieht cool aus, aber nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Leute, leider kein einziges von den Pokémon, die ich gerne hätte. Leute, das ist jetzt ein ordentlicher Batzen an Karten, viel davon doppelt, einiges dreimal mittlerweile. Ja. So ein ordentlicher Batzen. Vieles davon doppelt, dreifach dabei. Ja, falls du irgendwie noch Karten brauchst, Karten sammelst, ich kann dir gerne ein paar doppelte, dreifache Karten abdrücken. Ja, in dem Stapel ist jetzt nämlich einiges dabei. Und was es mit dieser V-Star-Karte auf sich hat, ich habe keine Ahnung, lege ich jetzt auch mal oben drauf. Die scheint irgendwie wichtig auszusehen zumindest, ob sie wichtig ist. Habe ich keinen Plan, Leute, ich habe vieles an Müll. Ja? Also an Müll hier drüben jetzt. Ne? Einige an unbekannten, nicht Fossilen, sondern unbekannte Karten, ja, die ich nicht kenne, so in der Form. Pokémon, die ich von denen ich auch noch nie gehört habe, ja. Leute, und dann bin ich raus mit diesem XXL-Unboxing, ja. Bin raus für dieses Video, ich bedanke mich bei euch da draußen, fürs Anschalten, fürs Zuhören, alles andere auch. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne beim nächsten und vorerst mal letzten Unboxing von diesem wunderschönen Exemplar hier von der Team Weisheit Kollektion, von dieser Spezialkollektion, wo auch nochmal 6 weitere Booster plus dann hier nochmal der Orden und die Trainerkarte Blanche mit drin ist. Leute, und bis dahin sehe ich dich und euch da draußen das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein, habt einen schönen Tag, euer Relaxus, haut da rein und Peace später mal.